Es ist Zeit, eine neue Folge StarCraft Sonntag. Oh, gegen Pickpan, gegen die haben wir ein paar Mal schon gespielt. Ich habe mein Platzierungsmatch jetzt, deswegen habe ich hier auch noch keine Umrandung. Auf jeden Fall ein TVZ, das ist mir schon mal. Bin gespannt, wie es läuft. Jetzt länger nicht gespielt, will jetzt mal wieder ein paar Folgen aufnehmen, auch mal wieder einfach so ein bisschen spielen. Aber ich glaube, Ingame ist sehr leise. Ich stelle das alles mal ein bisschen hoch. So. So sollte das besser sein. Bin gespannt. So lange her. So lange her. Ja, wir spielen Reaper Fast Expand, würde ich mal sagen. So, das geht doch schon mal klar. Dann brauchen wir hier das Ding. Nein. Schön in der Ruhe liegt die Kraft, ansonsten geht das nur schief. So. Überlegen, ob ich einfach mal scout. Ich scoute mal. Es ist dann doch ein bisschen sicherer zu scouten. Was der Gegner so vorhat. Ich glaube, ich bin gerade zu entspannt. Ich bin gespannt, ob das was wird. Ich glaube, man braucht bei StarCraft so diese Mischung aus. Ich bin aufgedreht und ich bin entspannt. Das ist, glaube ich, so die optimale Kombination. Da steht ein Overlord. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist hier Pool, das ist auch nichts Besonderes. Also das ist zumindest alles noch im Rahmen hier. Jetzt noch nichts gesehen, wo ich gesagt hätte, ui, da müssen wir aufpassen. Ja, da kommt der Overlord, das war aber zu erwarten, dass der kommt. Ich könnte mal wieder mit einem Viking Opening das Ganze spielen. Auch eine Idee. So, du bist hier gleich fertig. Ich meine, er sieht ja jetzt auch, dass von mir hier keine Gefahr ausgeht. Bitte die Factory hier hinbauen. Danke. Wo bleibt denn seine Queen? Ja, keine Queen war. Da. Wollte ich sagen, ich habe mich echt schon gewundert, wo jetzt seine Queen bleibt. Eigentlich hätte die schon da sein müssen. Aber okay, soll mir recht sein. Wir scouten hier mal, weil ich denke mal, der geht auf die dritte. Relativ früh. Wir bauen Starport. Und wir brauchen auf jeden Fall gleich mehr Depots. Bauen wir wieder mal. 330. 330 ist immer so das Timing, wo dann meist auch Stim durch ist. Stim, Speed, ja, ist auch durch. Wie man gerade unschwer erkennen konnte. Das und das. Dann hätte ich gerne ein Viking. Und jetzt gehen wir noch auf zwei weitere Barracks. Bedeutet natürlich, es dauert jetzt noch ein ganzes Stückchen, bis unsere dritte an den Start geht. Es ist aber in dem Fall okay. Weil ich in dem Fall ein bisschen anders spiele. Da kann man das so machen. Ich werde jetzt also quasi erstmal versuchen, hier auf 2-Base kleine Army aufzubauen mit 1-1 etc. Guck mal, was hier reinkommt. Den fangen wir gleich mal ab. Ich würde gerne noch ein paar Widowmines bauen.
Und du darfst hier rumfliegen. So, und dann gehen wir jetzt hier mit so ein bisschen Verspätung quasi auf die dritte. Du darfst da hochfliegen. Hätte gerne zwei. Ah, nicht meine Vikings abfangen. Das finde ich nicht nett. Ganz wichtig, Stim. Und dann bauen wir noch zwei weitere Barracks. In die Armory. Weil wir wollen ja auf 2-2 dann hochgehen. Das Ding ist, ich habe jetzt halt nicht wirklich Ahnung, was er spielt. Also da muss ich mich dann im wahrsten Sinne des Wortes einfach so ein bisschen überraschen lassen. Ja, er hat ja ganz gut patrouilliert auf jeden Fall. Die keine Arbeit haben dürfen hier runter und wir droppen jetzt einfach mal hier rein. Boah. Ja, dann nehmen wir die würde mal einfach als Hit. Aber ich finde die Map ist also vom Map-Design her extrem offen. Alter, bin ich nicht aufgepasst hier. War so nicht geplant. Weitere Factory. Würde ich ja mal interessieren, was er spielen will. Ein bisschen unklar, würde ich mal sagen. Zweite Factory. Und da noch mal droppen gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt brauchen wir hier unbedingt eine Planetary. Additional supply.
Hydra denn, okay. So, was haben wir jetzt hier alles an Army? Das ist schon mal ein bisschen was hier. Das und das. Brauche auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Production und ihr braucht wieder mehr Medivacs. Deutlich mehr Medivacs. Das könnte man so machen. Ja gut, da kann er ruhig reintraden mit seinen Banes. Das ist nämlich verdammt teuer für ihn. Das kann er ruhig machen. Ja, werf ruhig deine ganze Army dagegen weg. Was ist das denn für eine Aktion? Das ist mein erstes Game in, keine Ahnung, ein paar Wochen. Dafür läuft es doch ganz gut schon, würde ich mal sagen. Ah, da kommt Lurker. Das ist natürlich jetzt nicht so toll. Wenn der jetzt Lurker kommt. Wir brauchen mehr Starports jetzt. Jetzt wird's nervig. Jetzt wird's ein ziemliches, ekliges Hin und Her. Die hat auch noch keine Basis, das ist gut. Solange er da noch keine Basis hat. Muss ich halt hauptsächlich aufpassen, dass ich effizient trade. Boom. Ich würde sagen, wir gehen mal hier runter. Auch hier lang. Versuchen uns mal hier so ein bisschen zu etablieren. Der hat schon ziemlich viel Army, wobei die halt ganz gut bekämpfbar ist mit Tanks. Ich will versuchen, den hier oben reinzulocken.
Und dann brauche ich auch hier definitiv noch ein bisschen mehr Army. Greift mal an. Ne, greift noch nicht an. Greift doch. Was tut er? Was auch immer er getan hat, ich hab's nicht verstanden. Der ist doch gerade mir voll da oben reingerannt. Davon hätte ich gerne noch ein paar mehr. Ich habe ein bisschen wenig Scans, habe ich das Gefühl. Und wir brauchen wieder mehr Infanterie. Alles hierher kommen bitte. Außer ihr dürft gerne. Ihr dürft euch gerne hier dahinter stellen. Hat er hier oben? Ja, er hat hier oben ein Loch. Ist auf jeden Fall nicht so schlimm viel. Stück für Stück. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ach, die ganze Zeit maxed out. Oh Gott, was hat denn der vor? Na, da oben kämpfe ich nicht gegen dich, das kannst du vergessen. Machen wir das so? Ja, ich glaube, also eigentlich soll er gleich aufgeben. Ja, der kommt da auf. Das erste Spiel und Platzierungsmatch direkt gewonnen. Bitte lass mich wieder in Diamond kommen. Mit dem paar Spielen pro Saison. Ich glaube, letzte Saison habe ich 50 Spiele gehabt oder so. Yo, Diamond, immerhin. Ziel erreicht. Das war's mit den StarCraft-Sonntag für heute und ciao.